Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zu Jack und Koshi. Bevor jetzt jemand sagt, Sitcom und das Video beendet, nein, es geht wie üblich für diesen YouTube-Channel natürlich um Let's Play-Videos und noch spezieller um Let's Play-Videos von RPG-Maker-Spielen, diesmal nur in einem etwas anderen Format. Ich, also Koshi, beziehungsweise auf YouTube Nonsense-RPG, werde mit Jack auf YouTube Deltra Effort, auch einem Let's Player von RPG-Maker-Spielen, zusammen ein RPG-Maker-Spiel spielen. Das Ganze läuft so ab. Wir haben uns vorher natürlich ausgemacht, welches Projekt wir spielen wollen. Das Let's Play ist für uns beide blind. Wir kennen das Spiel nicht, beziehungsweise Jack, also der Treffer, kennt es, glaube ich, schon ein wenig, aber es ist auch schon länger her. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Und ja, wir werden das so machen, dass wir dieses Spiel abwechselnd spielen. Jeder wird so 30 bis 50 Minuten, also 3 bis 5 Videos, spielen, dem anderen seinen Speicherstand geben und er wird dann das Spiel an dieser Stelle fortführen. Ich fand dieses Konzept ganz interessant und bin auch froh, dass ich das zusammen mit Jack machen darf, weil er ist wirklich ein sehr guter Let's Player. Fühle mich geehrt, dass ich das mit ihm machen darf. Und ja, ich fange an mit meinen 3 Videos. Ja, 3 oder 4 werden es werden, kommt drauf an jetzt, was das Spiel, wann mich das Spiel am Anfang endlich speichern und aufhören lässt, denn ich muss jetzt gleich noch zu meinem Arzt des Vertrauens. Deshalb habe ich heute nicht so viel Zeit, aber ich denke, meine 3 Videos, mein Pensum kriege ich heute schon hin. Ja, ich schwafel jetzt auch nicht länger. Sonst muss ich nämlich noch mehr Videos machen, weil ich zu nichts komme. Und stelle euch das Projekt vor, beziehungsweise fange mal mit dem Projekt an, weil vorstellen kann ich schlecht, ich kenn's ja nicht. Jack und ich haben uns für ein klassisches RPG-Maker-Spiel entschieden. Es ist eine Vollversion. Es hat im RPG-Atelier in der Download-Datenbank, beziehungsweise hatte, die ist ja jetzt tot, einen Goldstern. Das heißt, es ist also ein sehr gutes Spiel. War da als eine Schande, dass ich es noch nicht kenne. Schande über mich. Ja, aber umso besser. Blinds Let's Plays sind sowieso besser, weil ich möchte nicht durchrushen, ich möchte euch ja unterhalten. Und deshalb fangen wir an. Jack und ich haben uns für das Spiel Helden entschieden. Von Mystery Lady. Und bevor wir jetzt mehr Zeit verschwenden, denke ich mal, wir beginnen einfach mit Helden. Ich bin gespannt. Ich kenne noch nichts von dem Spiel. Keine Screenshots, keine Vorstellungs-Threads im Foren oder sonst irgendwas. Gar nichts. Gleich zum Menü abwarten. Biografie. Und ich werde natürlich gleich vor Wahlen gestellt, wo ich keine Ahnung habe, was sie bringen. Ich will abwarten. Was auch immer das bringt. Liebe. Hass. Neugier. Habsucht. Freude. Schmerz. Sehnsucht. Trauer. Heiterkeit. Verzweiflung. Gefühle verborgen in tiefster Finsternis. Mystery Lady präsentiert. Oh, es geht ein bisschen schnell weg, die Schrift. Helden. Loop. Hi. Ich befürchte, dass die Hintergrundgeschichte zu lange geht. Und da Jack dieses Spiel ja schon ansatzweise kennt, lade ich ihm das einfach auf, euch die Hintergrundgeschichte zu erzählen. Und ich möchte auch keine Hinweise, denn ich möchte es blind spielen. Das heißt, ich beginne das Spiel jetzt einfach gleich. Haha, Jack. Ich mach's mir einfach. Nein, natürlich nicht.
Dieses Spiel hat viel zu lauten Ton und ich muss ihn leiser machen. Wurde entwickelt von Mystery Company. Schwarze Strichmännchenvögel. Wir sollten endlich gehen. Sicher verfolgen sie uns bereits. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Ist etwas nicht in Ordnung? Spürst du es denn nicht auch? Was denn? Wie der Wind sich gedreht hat. Ich kann ihre Nähe nicht richtig spüren. Was? Die Soldaten sind bereits hier? Unmöglich! Nicht ihre Nähe ist es, die ich fühle. Es ist viel wärmer. Ich kann es nicht beschreiben. Verstehe es selbst kaum. Aber was immer sich in diesen Bergen aufhält, ist sehr mächtig. Ein Monster vielleicht? Oder ein mächtiges Artefakt? Was auch immer es ist, es muss recht alt sein. Vielleicht älter als Mächt... Wie, was? Vielleicht älter, mächtiger als keine Ahnung. Die Schrift war zu schnell weg. Ach, selbst weggehender Text, furchtbar. Wie auch immer. Wir sollten jetzt von hier verschwinden, solange es noch möglich ist. Du hast recht. Gehen wir. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Trülülü. Ein nackter Mensch in Gras. Auf Gras. Ach, auf. Ah, tut mir der Kopf weh. Ist das ein Kerl? Ja, ne? Ich hoff's doch. Wo bin ich überhaupt? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich kann mich an nichts erinnern. Wie bin ich bloß hierher geraten? Nein, gekommen. Und was tue ich hier unten bloß? Was war das denn? Oh, wir können uns endlich bewegen. Schauen wir doch mal. Menü. Oh, es gibt ein eigenes Menü. Es geht nur sehr langsam. Menü. Credits. Optionen. Points. 0 Punkte zum Verteilen. Ja, ja. Später. Optionen. Musiklänge, Systemwechsel, Hinweis. Menü. Unbekannt. Abenteurer. Gut. Das heißt, ich bin männlich. Und ich kann nicht beten. Was speichern sein könnte. Und wir haben 0 Euro. Okay. Ja, okay. Machen wir einfach mal weiter. Wo muss ich denn hin? Ja, ich trete mir die ganze Zeit Splitter ein. Super. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Aha. Hier scheint eine Art Durchgang zu sein. Zu sein. Wenn ich mich hineinzwänge, schaffe ich es vielleicht, hindurchzukriechen. Was ist da? So. Du bist halt endlich erwacht. Ich musste lange warten. Mein Gott, die hat echt eine geniale Frisur. Jetzt wird endlich Zeit für eine Abrechnung. Und nur Nackte. Was ist denn jetzt wieder los? Wieso bebt die Erde? Warum verfolge ich eine Maus? Warum hat die Maus mich geschlagen? Hey, was soll das? Ich warne dich, versuch's nicht nochmal. Jetzt aber genug. Ich prüge mich in einem Gebirge mit einer Ratte. Hey, dieses Wolken hat etwas fallen gelassen. Sieht aus, als wäre es etwas Essbares. Vielleicht kann ich es unterwegs gebrauchen. Oder aber ich nehme es gleich. Auch wenn diese Maus hat mir sicher nicht sehr viel Schaden. Was? Oder aber ich nehme es gleich. Auch
wenn diese Maus hat mir sicher nicht sehr viel Schaden zugefügt hat. Getun, tutet. Ja. Nee, nee, lieber aufheben. Dann stecke ich eben in meine Hosentasche. Oh, Unterhose mit Eingriff, oder was? Naja. Wir machen gleich im nächsten Video weiter. Bis gleich.